Willkommen zurück zu Let's Play Bioshock 2. Ja, wir sind immer noch in diesem wundertollen, super schönen Drecksgebiet unterwegs. Und haben noch zwei Räume zu durchsuchen, bevor ich mich dann auf den Weg begebe. Boah, ja. Ich dachte, ich hätte irgendwo Bewegung gesehen, aber nö, war nicht. Ja, bevor wir dann endlich, glaube ich, dieses Gebiet hier auch verlassen. Wobei mir wirklich. Mann. Gib mir doch einfach nur das, was da rumliegt und nicht immer das, was vom Automaten. Das brauche ich doch gar nicht. Menschenskinder, ne. Hey Leiche. Ciao Leiche. Ja, wir stehen direkt unter dir. Kannst gar nichts machen. Aber jetzt muss ich hier warten. Verdammt. Warum bin ich eigentlich hingelaufen? Hier ist doch gar nichts. Ja, mir fehlen meine kleinen Little Sisters. Ich habe noch nicht eine gefunden. Aber was natürlich auch sein könnte, ist, dass wir gleich irgendwie durch ein Dimensionstor fallen. Nein, das ist alles Blödsinn. Und oh, Moment mal, Leute. Ich glaube, ich sehe eben gerade... Ja, dass meine Maus fast leer ist. Deswegen bewege ich mich mal ganz kurz nicht, sondern setze neue Batterien ein. Ja, es ist alles live. Es ist alles ungeschnitten. Und Mann, kommt raus, die Batterien. Und rein mit den neuen, damit wir hier direkt mal weitermachen können. Ja, während einer Aufnahme. Peinlich. Nein, nicht ganz so peinlich. Sowas kann passieren. Ja, sowas passiert euch wahrscheinlich auch, wenn ihr eine WLAN-Maus habt. Oh, wieder ein neues Tonikum. Bohr-Spezialist, wer braucht Waffen, wenn er einen Bohrer und eine nahezu unendliche Auswahl an Plasmiden hat? Gute Frage, nächste Frage. Das setze ich aber nicht ein, denn wir haben schon genug mit dem Bohrer zu tun gehabt. Oh, was war das? Ryans Leute machen Dampf. Ich soll beweisen, dass der Laden hier eine verkappte Kommune ist. Aber ich brauche Zeit. Und Lambs Kleine starrt mich dauernd an, als wüsste sie, dass ich ein V-Mann bin. Ich denke aber immer an diesen Johnny Topside. Gehörte schon richtig Mumm dazu, Rapture zu entdecken, wie es ihm damals gelungen ist. Es fällt mir leichter durchzuhalten, wenn ich mir vorstelle, ich wäre er. Gut, dass ich damit nicht zu Lärm gehen kann. Die würde wahrscheinlich sagen, ich hätte das unbewusste Bedürfnis, in seine Arme zu sinken und mit ihm rumzumachen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich in den Armen von Johnny Topside. Ja, das war der kleine gemeine Typ, der einfach der Meinung war, er müsste ja die Sophia ein bisschen ärgern. Moment mal, habe ich dich jetzt nicht übernommen? Habe ich daneben geschossen? Oh nö, ist das ein Dreck. Dann hacken wir dich halt eben von Hand. Hast du jetzt davon? So, auf der anderen Seite. Nö. Ach du Scheiße, warum sind hier so viele... Mann. Komme ich da noch ran? Ja, natürlich komme ich da noch ran. Ja, hier gibt es mal wieder sehr viel zu hacken für mich. Ach du Scheiße. Wofür das Ganze? Das weiß ich noch. Ja, nee, ist klar. Gibt es hier irgendwas Besonderes, warum ich das tue? Ja, ich nehme es auf mich. Ich nehme das Risiko auf mich. Denn wir können uns innerhalb dieser Kameras eigentlich relativ gut bewegen. Da wir ja ein Tonikum haben, das uns nahezu unsichtbar macht. Kann ich nicht erledigen. Moment. Kann ich doch erledigen. Ja, das musste jetzt einfach sein. Einfach hier tiefgefroren. Hammerkerl. Naja, eigentlich... Oh, wieder... Ey, das, wir werden hier zugeschmissen mit Tonikums, Leute. Gehackte Geschütze und Bots können deine besten Freunde sein. Mit dem zähen Maschinentonikum von Ryan Industry dauert diese Freundschaft jetzt noch länger. Nein, danke. Minigeschütz, Kontaktmine und ja, die 70 bezahle ich gerne, damit ich nicht selber hacken muss. Weil, das geht mir voll auf die Nüsse mit den Saves. Da bezahle ich dann nochmal $70, wenn es sein muss. Ich verleugne gar nichts. Und du? Oh, hier ist noch irgendwo einer. Warum?
Wo ist der andere? Wo ist der andere Typ? Wo ist der andere hin? Bin ich jetzt blind? Da ist er. Jetzt reicht's. Spürt die Macht des MGs. Mann, ey. Nervensägen. Ja, ich dachte, ich mach's mal ein bisschen anders, aber nö, die sind ja einfach der Meinung, in solchen Scharen zu kommen, dass ich gar nicht die Möglichkeit habe, irgendwie die mal ein bisschen schön zu erledigen, ein bisschen stylischer. So, alles mitgenommen, dankeschön. Dann begeben wir uns jetzt endlich zum Fall. Ja, etwas, worauf ihr schon seit Wochen etwas, worauf ihr schon seit ewigen Zeiten gewartet habt. Moment. Was, habe ich das Teil noch nicht gehackt? Oh, na toll. Die Information ist in meinem Kopf zu spät angekommen. Klasse. Ja, so muss das sein. Rhinoceros Park. Wir folgen dem Pfeil. Aber hier haben wir doch auch schon alles durchsucht, oder? Habe ich das jetzt falsch im Kopf? Nein, durch diese Tür da vorne sind wir noch nicht gegangen. Ja, super. Und was erwartet uns hier? Ruhm, Macht, Wohlstand, keine Ahnung. Doch, hier waren wir doch schon. Ach so. Ich soll in den Atlantic Express. Hey, Kollege. Okay. Tote erzählen keine Geschichten, habe ich recht? Falsch. Denn wenn Adam im Spiel ist, hat jeder Tod eine Story auf Lager. Und Lam weiß, wie man sie liest. Wenn sie das Zeug in die Finger kriegt, ist es aus mit mir. Ich möchte also, dass du die Story von Dionysus Park für immer beerdigst. Schaff mir die Little Sisters vom Hals, auf deine Art. Wenn du das tust, entriegle ich die Station für dich. Großes Pfadfinder-Ehrenwort. Tja, ich würde sagen, er hat was zu verbergen. Aber so macht das Raten keinen Spaß. Er hat sich in der Wachstation eingeschlossen. Wir müssen also mitspielen. Finde diese Sisters. Na toll, gut, dass ich hier nicht schon rumgelaufen bin, um Little Sisters zu finden. Nein, ganz und gar nicht. Habe ich fast gar nicht gemacht. Na herrlich, ey. Du kannst den auch Ort auf deiner Karte fündig machen. Wo ist meine erste Little Sister? Komm, zeig sie mir. Auszoomen. Oh, da hinten habe ich noch was nicht erforscht. Warum war ich da noch nicht? Oder ist das... Moment. Ah, das ist der Keller, okay. Little Sister haben komisch Kopf. Little Sister haben komisch Kopf ist wo? Im Triton Theater ist eine Little Sister. In der J. Fischer Galerie, wo wir vorhin waren, ist eine Sister. Und im Park ist eine Sister. Dann arbeiten wir uns doch einfach vom Triton Theater über zu der Galerie, dann zum Park und dann wieder zurück. Ja. Ich denke, das ist ein ganz netter Weg. Wollen wir auf die Karte kurz gucken? Okay, links halten gleich. Ja, ich hatte es jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Aber gut, dass ich den Park schon mal im Voraus erforscht habe, so habe ich eventuell weniger Gegner, die mir auf die Säcke gehen. Auf die Säcke? Auf den Sack meine ich natürlich. Oh Mann, mein Deutsch ist auch nicht mehr das Beste. Außerdem gehören mir hier schon einige dieser ganzen tollen Waffen, die sehr hilfreich sein können im Laufe der Zeit. Yep. Da ist sie. Die kleine Göre will wohl auch mal auf einem Bild sein. Richtig niedlich. Schalt ihren Bodyguard aus und kümmere dich um sie. Eigentlich wollte ich ihn jetzt doch gar nicht angreifen, sondern ich wollte erstmal die Houdini da erledigen. Genau dich wollte ich erledigen. Damit ich mir hier den Bonus einhole. Was, der lebt immer noch? Oh, ich habe keine Panzerbrechen mehr. Houdini ist besser Forschungsbonus. Houdini-Bewegungen können leichter vorhergesagt werden. Das bedeutet für mich, dass ich erstmal hier von dem weglaufe. So, Kollege, wir sind schon gut ausgerüstet. Du auch. Geh doch mal weg da.
Bam! Hallo? Was hat er mich denn jetzt getroffen, bitteschön? Bam! 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 Oh, ich habe keine Splittergranaten mehr. Dann kommen jetzt Kontaktminen. Oh, die gehen uns auch gleich aus. Au! Hey! Geh mal ein, so ist es schon gleich viel besser. Ja, toll, dann haben wir jetzt also für einen unser gesamtes großes Repertoire aufgebraucht. Clever. Du lässt sie arbeiten und kassierst das ganze Adam. Ja. Aber du bist ja eine Art stiller Partner. Also soll's mir recht sein.